Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir Volker Schlöndorff. Ja, guten Abend, herzlich willkommen zu einer neuen Folge sozusagen der Reihe Was tut sich im deutschen Film? Das ist ja eine Reihe, die wir gemeinsam mit EPD Film veranstalten. Einmal im Monat versuchen wir und in aller Regel gelingt es uns auch, hochinteressante Regisseurinnen und Regisseure hier zu uns nach Frankfurt einzuladen und mit ihnen Werkstattgespräche über die neuesten Filme, ihre neuesten Filme zu führen. Wie gesagt, seit 12 Jahren gibt es diese Reihe, aber was wir noch nicht hatten, das erleben Sie heute, nämlich, dass ein Gast in dieser Reihe zum zweiten Mal hier bei uns ist. Volker Schlöndorff war in dieser Reihe 2005 zuletzt unser Gast mit Der neunte Tag. Aber davon abgesehen war er schon häufiger bei uns zu Besuch. Er gehört ja zu den Freunden und Freundinnen, die uns auf vielfältige Art und Weise unterstützen. Ich begrüße in diesem Zusammenhang ausdrücklich den Freundeskreis, unseren Freundeskreis und auch Mitglieder des Förderkreises. Und natürlich brauchen wir eure Unterstützung, euer Wohlwollen. Und ich danke euch sehr herzlich, dass wir das immer wieder erfahren dürfen. Und in diesen Dank schließe ich insbesondere auch Volker Schlöndorff ein. Er war nicht nur derjenige, der in Wiesbaden dafür gesorgt hat, dass das Caligari, unser dortige, weil es ist auch nur Abspielstätte von uns, und morgen wird da GOEAST, unser Festival des mittel- und osteuropäischen Films, eröffnet, dass eben dieses Caligari, eines der schönsten Kinos in Deutschland, endlich damals umfassend renoviert worden ist und in seiner Schönheit wirklich dann zum Tragen kam, weil er sagte, ich bin ein Wiesbadener und ich erwarte, dass dieses von der Stadt, dass dieses Kino in seinem alten Glanz erstrahlt. Und das war sozusagen ein Machtwort, dem dann die Stadtoberen mehr oder weniger gerne, aber sie haben es halt gemacht, gefolgt sind. So, Volker Schlöndorff als Filmemacher brauche ich Ihnen nicht vorzustellen. Ich möchte aber noch mal kurz sagen, was er sonst noch so für uns getan hat. Er hat zum einen uns geholfen, als wir das Haus umbauten, Sponsoren zu gewinnen, indem er für eine Kampagne von Jim Rakete sich zur Verfügung stellte, als einer der ersten, die sich von Jim Rakete fotografieren ließen. Und mit dieser Kampagne, die Gesichter des deutschen Films, haben wir dann auch tatsächlich am Ende durch Verkauf dieser Serie doch eine Menge Geld einnehmen dürfen. Danke nochmal. Aber entscheidender ist vor allen Dingen, dass Volker Schlöndorff seit vielen Jahren, und ich glaube, wir haben uns zum ersten Mal gesehen 1989, nein, Quatsch, 91, als wir den dritten Teil unserer Serie zum deutschen Nachkriegsfilm hier im Filmmuseum präsentiert haben, also Ausstellung und Katalog. Und da kam also Volker Schlöndorff und sagte, ach Gott, das passt ihm ja gar nicht, dass er hier irgendwie im Museum schon ist. Da sei er doch eigentlich viel zu jung dafür, um seine Werke oder die Relikte von seinen Produktionen hier in einem Museum in Frankfurt wiederzufinden. Also 1991, das hat ihm nicht so richtig gepasst, aber er hat dann sozusagen alle Produktionsunterlagen und alle Relikte, die von seinen Produktionen übrig geblieben sind, dem Haus zur konservatorischen Betreuung überlassen. Etwas, worauf wir sehr stolz sind. Aus der Zeit rührt auch die Freundschaft mit unserem Sammlungsleiter Hans-Peter Reichmann. Die Volker Schlöndorff-Sammlung befindet sich in unserem Archiv in Rödelheim und sie ist außergewöhnlich groß und sehr gut sortiert. Und wenn Sie in unsere Dauerausstellung gehen, dann werden Sie auch dort die originale Blechtrommel finden.
Und wenn Sie nachher aus dem Haus rausgehen, schauen Sie doch mal in die Vitrinen, die im EG, also im Erdgeschoss stehen, wenn man rauskommt. Da finden Sie dann die neuesten Materialien, nämlich Polaroids, die Volker Schlöndorff gemacht hat, von seinen Dreharbeiten für den Film, den wir heute Abend sehen. Das bringt mich jetzt dazu zu sagen, ja, auch zum zweiten Mal hat Volker Schlöndorff ein Romanstoff von Max Frisch verfilmt. Und ich denke, diese Rückkehr nach Montauk, die hatte auf der Berlinale Premiere im Wettbewerb. Wir aber präsentieren Ihnen heute die Preview, also eine Vorpremiere, bevor der Film am 11. Mai in die Kinos kommt. Ja, und danke, Volker, für all das, für die Unterstützung, auf die so auf mannigfaltige Art diesem Haus zugutekommt. Danke dir recht herzlich. Im Anschluss an den Film wird es ein Werkstattgespräch geben mit Rudolf Worschech. Der war auch damals bei dem westdeutschen Nachkriegsfilm dabei. Wir haben also die Gelegenheit, mit dir über den Film, aber auch über andere Themen zu sprechen. Und ja, was wollte ich denn jetzt noch sagen? Entschuldigung. Irgendwas soll ich noch ankündigen? Nee, eigentlich nicht. Dann würde ich dich bitten, nach vorne zu kommen, vielleicht kurz das Publikum zu begrüßen. Dann freuen wir uns natürlich auf den Film und anschließend das Gespräch mit Rudolf Worschech. Bitte, Volker. Danke. Ja, begrüßt haben Sie mich schon. Ich grüße Sie auch. Ich bin es natürlich, der zu danken hat, Claudia und Hans-Peter Reichmann und allen hier im Filmmuseum, ganz besonders den Freunden, die es möglich machen. Denn was ihr meine Sammlung nennt, auf die ihr stolz seid, das war für mich ein Haufen Krempel auf dem Dachboden. Wie schön das ist zu wissen, dass der hier sachgerecht gelagert und erfasst ist, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Natürlich in diesen Raum komme ich immer wieder sehr, sehr gerne. Hat genau die Dimension, die ein Kino haben sollte und auch den Komfort und auch das Programm. Gut, Sie wollen den Film sehen. Rückkehr nach Montauk ist nicht der Roman von Max Frisch oder das Tagebuch. Er hat es nicht benannt, weder Novelle noch Roman noch Tagebuch, sondern einfach nur Montauk. Das ist die Beschreibung eines Wochenendes. Das kann man nicht verfilmen, weil es erzählt das Leben von Max Frisch. Ich habe gedacht, aber auch ich könnte ja mit einer schönen Frau, Nina Hoss zum Beispiel, nach Montauk fahren und aus meinem Leben erzählen. Das war sozusagen der Anstoß für das Ganze. Es ist auch nicht so weit hergeholt, denn fast jeder hat mal erlebt bei einem Klassentreffen oder einer sonstigen zufälligen Begegnung im Leben mit einer Jugendliebe oder mit einer großen Liebe, die er aus den Augen verloren hat, jedenfalls mit der er nicht zusammen ist, und dann angefangen zu grübeln, ob er im Leben überhaupt die richtigen Entscheidungen getroffen hat. Das ist der ganze Ausgangspunkt für den Film. Rückblickend verklärt sich manches, aber durch den Film sind mir auch die Augen aufgegangen, was ich für ein Narr war. Und es ist deshalb noch keine Komödie, aber es ist doch auch ziemlich erschreckend gewesen, das zu sehen, und dann rettet man sich natürlich, wenn man seine eigenen Worte sieht und wie man sich in gewissen Situationen verhalten hat, in die Komik, weil es ja besser ist, drüber zu lachen als zu weinen. Viel Spaß in diesem Sinne. Ja, bitte begrüßen Sie Volker Schlöndorff. Und Rudolf Worschech, der das Gespräch führen wird. Der Applaus, den halten wir durch, bis Volker Schlöndorff vorne ist. Jawohl.
Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Auch von meiner Seite aus nochmal ein ganz herzliches Willkommen und einen besten Dank an Sie, Volker Schlündorf, dass auch Sie gekommen sind und dass wir diese tolle Vorpremiere hier machen können. Und auch besten Dank für den tollen Film, den ich zum ersten Mal bei der Berlinale gesehen habe und der mich doch wirklich sehr berührt hat, weil es doch auch eine sehr interessante Variation über ein altes Thema ist, nämlich älterer Herr, junge Dame, der dem Ganzen auch doch eine wirklich neue Note abgewinnen kann. Es ist ja eigentlich ein sehr böser Film über uns Männer. Es gibt so einen Filmtitel von Bertolucci, Tragödie eines lächerlichen Mannes. Und dieser Titel, der ist mir eingefallen, als ich den Film gesehen habe. Mir auch, als ich dann den am Schneidetisch gesehen habe. Ja. Das war sicherlich so gedacht. Nein, das war überhaupt nicht so gedacht. Ich wollte mir ein Denkmal setzen. Und wie das so ist, wenn man auf die Personen genau lauscht, die man beschreibt und die man darstellt und anfängt, eigentlich mit den Schauspielern zu arbeiten. Ja, also die erste Phase war das Denkmal setzen. Ja, beim Drehbuchschreiben wollte ich mich eigentlich nur sozusagen über die Härte meines eigenen Schicksals ausweinen. Als ich dann auf einmal mit Nina Hoss und Stellan Skarsgård, zuerst übrigens noch mit Bibiana Beglau und dann mit Susanne Wolf zusammensaß, da ist mir doch dieser Mann ja nicht gerade verdächtig geworden, aber der war nicht mehr so ganz die Identifikationsfigur, die er war, als ich es geschrieben habe. Beim Inszenieren, ich weiß nicht wie, habe ich auf einmal natürlich immer die Partei der Frauen ergriffen. Als ich dann das Resultat am Schneidetisch, wissen Sie, wenn man das immer wieder vorwärts, rückwärts sieht, bis das alles zusammengesetzt ist, wochenlang, ist mir schon klar geworden, dass dieser Mann, der zum Teil Sätze sagt, die ich gesagt habe in Situationen, die ich erlebt habe, ziemlich lächerlich ist. Ja. Also jedenfalls äußerst ungeschickt. Ich habe ihn deshalb nie als unsympathisch empfunden, sonst müsste ich mich ja selbst als unsympathisch empfinden und so weit geht es nicht. Das hat ja auch was Böses, finde ich. Also der Mann, der seine Liebe quasi für den Mittelpunkt der Welt hat und das auch bei seiner ehemaligen Geliebten vermutet, muss am Schluss erkennen, dass es bei ihr jemand anderes gab. Und Sie haben ja gesagt, es ist jetzt keine Verfilmung der Erzählung Montauk von Max Frisch. Aber ich habe, um jetzt mal hier anzugeben, die habe ich jetzt im Urlaub gelesen, gelesen. Die ist ja eigentlich auch böse. Also Max Frisch als Schriftsteller kommt in seiner eigenen Erzählung über sich selbst nicht gut weg. Das muss Nein, man das macht so ihn sagen. Eben zu einem großen Schriftsteller. Es hat ihn immer gedrängt, seine eigenen Geschichten zu erzählen, mehr oder weniger verklausuliert in Stiller, in Homo Faber und speziell auch in Montauk. Und gleichzeitig ist er immer mit sich selbst ins Gericht gegangen, ziemlich gnadenlos. Das war auch, glaube ich, ein Teil der unseres Grundverständnisses miteinander und unserer Freundschaft. Das Schlimme ist ja, man erkennt sich, aber man kann sich nicht ändern. Ja, man bleibt ja doch der Gleiche und macht folglich auch immer wieder die gleichen Fehler.
Ja. Also eigentlich hört es da auf, dann muss man sich eigentlich die Kugel geben. Diese Unveränderbarkeit, die einfach da ist und die einen verfolgt, und man möchte anders sein, als man ist, und dann ertappt man sich dabei, dass man doch immer mehr und mehr so ist, wie man eben ist. Dass wir sehr wenig eingreifen können in unser eigenes Verhalten. Hm. Ich habe was vergessen, bevor wir jetzt bei Frisch irgendwie weitermachen. Zwei Ansagen noch. Wir reden jetzt hier mal so 20 Minuten und danach haben Sie dann, das ist das auch Ritual unserer Veranstaltung, dass Sie dann auch Gelegenheiten haben zu fragen, Volker Schlöndorff zu fragen oder auch Kommentare abzugeben. Und die zweite Information ist, dass Spiel der Frankfurter Eintracht ist in die Verlängerung gegangen bei 1:1. Jetzt zu Frisch. Es gibt aber doch Überschneidungen, habe ich, um jetzt nochmal meine Gelehrsamkeit hier raushängen zu lassen, festgestellt. Also zum Beispiel gibt es den Kunstsammler. Das war ja ein Jugendfreund von Max Frisch. Und es gibt auch die Verlagsangestellte, die ja die Geliebte in Montauk ist. Wie darf man sich das Drehbuch schreiben vorstellen? Welche Partikel kommen von der Erzählung dann in den Film rein? Ja, also zunächst mal wollten wir uns so weit entfernen wie möglich, aber dann holen einen gewisse Figuren ein, und die Figur dieses Freundes aus der Kindheit, jemanden, den man in der Jugend sehr bewundert. Und wenn man ihn ein paar Jahrzehnte später wieder trifft, auf einmal merkt, eigentlich ziemlich hohle Figur, wieso hat der mal eine solche Macht über mich gehabt? Das fand ich so gut erzählt von Max Frisch und so gut empfunden, gerade für jemand, der wie er und im gewissen Sinne auch ich, jemand, der sich hochgearbeitet hat, dem es nicht gegeben ist, der immer geglaubt hat, andere haben das Geheimnis, und den dann plötzlich wieder zu entdecken und zu sagen, nee, also von dessen Großzügigkeit will ich nicht mehr abhängig sein, soll er bitte seinen gefallenen Engel von Paul Klee für sich behalten. Das war so stimmig, dass wir das fast 1:1 übernommen haben von Max Frisch. Jetzt die Geschichte der Verlagsangestellten oder der Publizistin, ja, das war ja schon in Homo Faber erzählt, eben doch der sehr ältere Mann und eine sehr junge Frau. Ich habe immer empfunden, dass eigentlich der Altersunterschied zwischen Nina Hoss und Stellan Skarsgård als Darsteller möglichst noch geringer sein sollte. Also wir haben mit verschiedenen Tricks sogar die schöne Nina Hoss um einiges gealtert, als sie ist, um den Abstand herzustellen. Und deshalb die Geschichte mit der wunderbaren Lindsay, heißt sie jetzt im Film, Isila Bort, einer ganz jungen Schauspielerin, die ist 21, kam von der Schauspielschule, und ich habe sie in New York zufällig in einem Off-Off-Theater, wo früher das Living Theater La Mama aufgetreten ist, im Chor der Backchen entdeckt und gedacht, naja, die wollen wir doch auch nochmal vorsprechen lassen und versuchen, und hat uns alle charmiert mit ihrem gnomenhaften Witz und wunderbaren Präsenz. Also eigentlich die eigentliche Erzählperspektive ist beinahe sie, denn sie schaut diese angeblich nun erwachsenen und mehr als erwachsenen reifen Menschen an
und fasst sich an den Kopf, wie töricht die sich miteinander verhalten. Das ist auch eigentlich beim Inszenieren passiert, dass ich auf einmal gemerkt habe, die Figur, mit der ich eigentlich meine Sympathie heute habe, schon allein um mir selbst zu entkommen, ist diese Perspektive. Ja. Standen denn eigentlich von Anfang an Stellan Skarsgård und Nina Hoss quasi fest oder? Nein, beim Schreiben des Drehbuches versuche ich immer überhaupt nicht an Schauspieler zu denken, sondern nur mir eine Person vorzustellen. Und so mit Colm Teubin, mit einem Schriftsteller, den ich dazugezogen hatte, weil ich die Originalfassung ist ja auf Englisch gedreht, weil es eben in New York spielt. Und übrigens danke ich Ihnen für Ihre unendliche Geduld bei dieser, wie Sie auf diese technische Panne reagiert haben. Ich habe schon gedacht, Sie gehen alle nach Hause oder schauen sich das Fußballspiel an. Vielen Dank für Ihre Geduld. Das ist natürlich peinlich. Jedenfalls die Originalfassung war auf Englisch und ich wollte einfach selbstverständlich einen englischsprachigen Autor an meiner Seite haben. Das ist ein Romancier, der hat den Roman Brooklyn geschrieben, der ja verfilmt worden ist. Aber der hatte noch nie ein Drehbuch oder sowas geschrieben. Ich habe gesagt, das brauchst du auch nicht, dafür sorge ich schon. Mir kommt es auf die Sprache an. Und vor allen Dingen stand auch von vornherein fest, wenn es schon mal um einen Schriftsteller geht, dann will man auch mal seine Texte hören, um zu wissen, was schreibt der Mann denn. Und so ist das Drehbuch in der Zusammenarbeit an einem Tisch hin und her und hin und her miteinander entstanden, mit manchmal langen Unterbrechungen. Deshalb ist auch die Hauptfigur nicht einfach ein Mann, das Verhältnis von einem Mann zu Frauen, sondern das Verhältnis von einem Schriftsteller, könnte auch ein Filmemacher sein, oder sagen wir von einem Künstler zu seiner Umwelt. Und in der Erzählung von Max Frisch gibt es eine wunderbare Stelle, wo Ingeborg Bachmann, an die er sich erinnert, sich verbietet und verbittet, jemals Material für ein Buch zu werden. Und trotzdem ist sie das geworden. Das heißt, dass ein Schriftsteller eben doch alle Begegnungen, die er hat, als Material verwendet. Muss er ja auch. Man kann nur ein gutes Buch schreiben, wenn man live lived, also erlebtes Leben, mit einbezieht. Das heißt, jeder, der sich im Umfeld eines Schriftstellers bewegt, läuft Gefahr, irgendwann Material für Kunst oder Schund zu werden. Das ist das Besondere. Das war auch, kommt auch aus Gesprächen, die ich mit Max Frisch geführt habe, als er mir mal gesagt hat, bei Homo Faber schon, als Schriftsteller blickt man natürlich zurück, man schreibt über das, was man erlebt hat, man schreibt nicht voraus. Und man überlegt sich dann immer, es hätte ja auch anders kommen können und eine andere Fassung von dem gleichen Kapitel, eine andere Fassung von dieser Freundschaft, eine andere Fassung von dieser Liebschaft. Und das wird uns so selbstverständlich, dass wir vergessen, dass im wahren Leben aber der Moment des Lebens ein endgültiger ist. Und dass ich nicht auf eine Beziehung oder eine Freundschaft zurückkommen kann, als ob ich sie nochmal umschreiben könnte. Und das ist einfach im Grunde die Tragik auch von dieser Figur Max, die der Stellan Skarsgård spielt. Man kann es nicht mehr umschreiben. Wenn es einmal im Leben so gewesen ist, dann ist es endgültig. Das ist ja, der macht es ja schon gut, finde ich, Stellan Skarsgård. Das muss man mal so sagen. Also ohne den würde der Film nicht so gut funktionieren, weil er ja, er ist ja jetzt nun kein, wie soll ich sagen, grundhübscher älterer Herr, aber er macht das wett durch so eine
großartige Melancholie, finde ich. Also der macht das grandios. Es ist aber auch so gewollt gewesen, denn Stellan Skarsgård ist natürlich ein brillanter Schauspieler, der auch alle Register des Charmes hätte ziehen können und wir hätten von der Kleidung bis zur Maske ihn durchaus zu einem sehr charmanten, gut erhaltenen älteren Mann machen können. Und das haben wir uns verboten, ganz bewusst. Als er das Drehbuch gelesen hat, da hat er gleich gesagt, ja, das wird sicher nicht viel Popcorn verkaufen. Seine Worte, it won't sell a lot of popcorn, but it's exactly up my alley, aber es entspricht mir vollkommen. Nach der ersten Lesung mit der Nina Hoss hat er das nochmal bekräftigt und hat gesagt, bei diesem Film oder in dieser Rolle werde ich alle Sünden abbüßen müssen, die ich je begangen habe. Das heißt, wir wollten ihn ganz bewusst in seiner ja auch uncharmanten, in seiner verletzten, verletzbaren, kaputten, im Grunde vielleicht ein großer Schriftsteller, aber in seinem Leben gescheiterter darstellen. Und das weiß ich, das ist manchmal eine Zumutung für den Zuschauer, weil man möchte sich ja gerne mit der Hauptfigur identifizieren und sie ja gewinnend, unwiderstehlich und charmant finden. Und hier kommt es eben so, dass er leider auf die Dauer nicht so ist und dass die Frauen einfach stärker sind und ihm nach und nach ja den Kopf zurechtrücken und zum Schluss ist er dann ein Atom, das da oben am Himmel in einem Flugzeug in seiner Einsamkeit, in seiner selbstverursachten, da wegfliegt. Da kann er noch den ganzen Stolz des Künstlers haben, aber gescheitert ist er doch. Also Sie haben eben gesagt, Lesung mit Nina Hoss. Ich habe gelesen, dass sehr viel geprobt wurde bei dem Film. Ist das auch ein Moment, wo quasi Aspekte von den Schauspielerinnen und Schauspielern in den Film reinkamen? Oder die anschließende Frage, lassen Sie Improvisation zu? Nein, das hat nichts mit Improvisation zu tun. Also die Texte waren geschrieben und die sind da. Mein Co-Autor Colm Teubin war bei den ersten Proben mit dabei. Wir haben hier und da Sätze angepasst. Aber wir haben jetzt nicht hier Actors Studio mäßig versucht. Also das ist kein Cassavetes. Das ist ein geschriebener Film und sie spielen Rollen. Rollen, die ihnen, also im Fall von Stellan Skarsgård, sehr entsprechen. Bei Nina Hoss war es wieder so, dass sie mir gleich zu Anfang gesagt hat, aber ich möchte nicht alles über diese Figur wissen. Lassen wir ihr Geheimnis. Ich muss gar nicht wissen, wie sie wirklich tickt, um sie zu spielen. Die Situation und die Texte sind eindeutig, das genügt mir. Also haben wir nur in den Proben, wir haben also nicht unsere Eingeweide ausgebreitet und aus unserem Leben erzählt. Ja, natürlich manchmal schon, aber es waren keine analytischen Therapiestunden, die wir da gemacht haben, sondern wir haben versucht, einen Ton zu finden, wie die miteinander umgehen, wie kann man diese Texte sprechen. Und das schon sehr früh, also schon 8 Monate vor Drehbeginn. Glücklicherweise hatten wir uns so früh zusammengefunden, haben wir mal für ein Wochenende das alles gelesen. 2 Monate später haben wir uns wieder getroffen in Berlin und haben angefangen, also auch Szenen zu spielen und haben einfach den Umgangston miteinander, sodass als wir dann schließlich, das war im September, und als wir dann schließlich im nächsten Jahr Ende April angefangen haben zu drehen, war es tatsächlich, als ob 2 Menschen, die sich schon mal gut gekannt hatten, wieder zusammenkamen. Also man hatte nicht das Fremdeln, was man oft mit Schauspielern hat,
die am ersten Drehtag alle zusammenkommen und sich vorher kaum gesehen haben und dann manchmal auch gar nicht zusammenpassen, sondern wir waren schon aufeinander eingespielt und das war eben, ja, es gibt ja keine Action im Film, es gibt im Grunde keine Geschichte, die man erzählt, es gibt im Grunde nur Variationen über Situationen, die viele von uns kennen und da war es eben ganz wichtig, dass wir miteinander vertraut waren. Das war im Grunde die Probenarbeit war, dass wir miteinander vertraut wurden. Mhm. Was mir auch an dem Film wirklich gefallen hat, ist, dass sich so irgendwie alle Elemente quasi der Geschichte unterordnen. Also auch zum Beispiel die Kamera. Wenn das jetzt in New York ist, also ich muss zugeben, ich war noch nie in New York, aber das ist jetzt zumindest... Wie bitte? Nein. Na, ich lade dich ein. Ja. Das gehört zum Leben. Ja. Da muss man einmal gewesen sein. Auch ich bin sogar Marathon gelaufen. Aber ich habe 5 Jahre da gelebt. Das ist ein Muss. Okay. Also Halbmarathon. Das ist die Stadt der Städte. Okay. Halbmarathon können wir ja, du musst ja nicht laufen. Du musst nur mit mir im Central Park spazieren gehen. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ah ja, eben auch die wir siezen uns übrigens eigentlich. Ja. Nur privat duzen wir uns. Also auch die Kameraarbeit, ja. Von der hieß Jérôme Almeiras, der dann auch, wenn es nach Montauk geht, doch sehr, sehr lyrisch wird. Können Sie was erzählen so über den visuellen Look oder über die Zusammenarbeit mit dem Kameramann? Entschuldigung. Erstens mal, ich arbeite natürlich, glaube ich, sieht man ja den Filmen an, mit sehr, sehr intensiv mit den Kameraleuten. Ich wollte schon lange mit diesem arbeiten, weil es ein Französischer und ich habe viele Filme gesehen, die er in Frankreich gemacht hat. Und dann sagt man sich immer, Mensch, das wäre toll, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und gerade weil der Film wie so ein, ja, wie so ein schöner Reisefilm sich liest, wollte ich eben nicht die typischen New York-Bilder oder eben die schönen Bilder, endlose Strände und so weiter. Und wenn schon der Leuchtturm von Montauk, der auf jedem Umschlagentwurf von Max Frisch Taschenbuch zu sehen ist, nun unbedingt mal vorkommen muss, aber dann wie im Vorbeigehen rutscht der mal gerade bei einem Schwenk durchs Bild. Das heißt, ich wollte, dass die Stadt so selbstverständlich ist wie jede Stadt, in der man lebt. Und wenn Sie in Frankfurt leben, dann sehen Sie auch nicht immer die Skyline oder das Mainufer, sondern man nimmt das einfach als selbstverständlich hin. Und so habe ich mich an meine Jahre in New York erinnert. Ich kann mich an keine Wahrzeichen erinnern. Ich bin halt einfach durch die Straßen gegangen und habe da gelebt. Und so sollte eben auch das sein, dass das nie übernimmt. Das lyrische Element dagegen schon, das hat auch einen technischen Grund, im Moment, wo die durch den Midtown-Tunnel fahren und rausfahren auf die Halbinsel nach Long Island, haben wir bei der Kamera die Linsen von digital auf analog gewechselt, den digitalen Linsen halt auf die guten alten Panavision CinemaScope Linsen. Weil die Landschaft halt ganz anders atmet in dieser Art von Fotografie. New York habt ihr ohne Drehgenehmigung gedreht, habe ich irgendwo gelesen. Ja, also ich glaube, wir hätten sogar die Genehmigung bekommen, aber das war so kompliziert und nach ein paar Tagen habe ich entdeckt, man kann hier auch ohne Genehmigung drehen. Kein Mensch kümmert sich darum. Da ist so viel los in der Stadt, da ein kleines Team mit einem kleinen Kamera. Wir haben halt das große Team mussten wir haben aus gewerkschaftlichen Gründen. Die haben wir um die Ecke in einer anderen Straße geparkt und dann habe ich halt die Schauspieler vorgeschickt, sich irgendwo einzurichten, im Café oder auf der Straße. Und kurz danach waren wir mit der Kamera da, die war auch sehr leicht und tragbar und die Tonsachen waren am Körper versteckt und da konnte man das sehr schnell
Es war zwar inszeniert, aber es war eben doch gestohlen. Oder wenn wir ein Taxi fuhren, dann hoben wir halt einen Arm, wenn ein Taxi hielt, dann stiegen wir ein, fuhren mit dem und drehten in dem. Also das ist einfach heute die Alternative. Oder wenn die aus der Oper kommen, natürlich darf man da nicht drehen vor der Oper, aber man muss ja auch nicht fragen. Wartet halt, bis die Zuschauer rauskommen aus der Oper, mischt die Schauspieler drunter, die haben ihren Text perfekt geprobt und gelernt vorher. Und der Kamera mischt sich auch in die Menge und man kann das einfangen, ohne dass das nach Reportage aussieht, weil das wollte ich natürlich auch nicht. Aber das ist einfach durch die digitale Revolution möglich. Auf der einen Seite kann jeder heute mit seinem Telefon einen Film drehen. Andererseits kann man ja auch sagen, jeder kann mit seinem Bleistift eine wunderbare Zeichnung oder mit seinem Pinsel eine Mona Lisa malen, aber es wird halt nicht immer eine Mona Lisa. Ja. Also das eine ist, dass das Handwerkszeug heute so leicht ist, dass eigentlich jeder damit umgehen kann. Und umso stringenter muss man aber wissen, was man damit macht. Und die Mischung dann aus beidem, aus der einen Seite, aus der unglaublichen Flexibilität der digitalen Fotografie und den Bildern, die man im Kopf hat und die eigentlich ganz, ganz festgefügt sind, das ist das war das für mich das Schöne an dem Film und was mir so großen Spaß gemacht hat. Ich habe mir gesagt, geschworen, ich werde nie wieder einen historischen Film machen. Ich will keine Kostüme mehr, keine Kutschen, auch keine Autos aus den 50er Jahren. Nur noch hier und heute, wenn überhaupt. Auch keine Nazi-Uniform mehr. Auch das nicht und nach Möglichkeit auch keine Literatur. Sondern versuchen selbst zu schreiben, ja. Das Projekt hatte ja auch... Ein bisschen später Einsicht, aber bitte. Das Projekt hatte ja auch eine sehr lange Entwicklungszeit, 5 oder 6 Jahre. Frage 1, warum? Und Frage 2, ist es für Sie auch schwieriger geworden, Filme zu realisieren oder liegt es nicht daran? Nein, also erstens mal, künstlerisch war eigentlich von der Konzeption, von der Vorstellung, vom ersten Entwurf an war der Film ungefähr, ging in die Richtung, was er dann geworden ist. Die Schwierigkeit war in der Finanzierung, weil es hieß, ja, also alles, was Sie sich vielleicht auch gefragt haben, der kann doch nicht da einfach nur so lesen und ins Publikum reinsprechen. Dann zweitens, naja, er hat sich doch gefreut, da seine Freundin wiederzutreffen in New York. Wieso sucht er denn jetzt eine andere? Ja, und die andere, wieso will die denn, wenn sie überhaupt nichts mehr eigentlich mit dem zu tun haben will, wieso lädt sie ihn dann doch ein, mit ihr im Auto da rauszufahren? Also es gab so ein allgemeines Kopfschütteln über dieses Projekt auf verschiedenen Instanzen. Dann habe ich immer gesagt, naja, dann halt nicht und den nächsten Film gemacht und den nächsten, habe 2 oder 3 Filme inzwischen gemacht, die ich alle hier vorgestellt habe, aber irgendwie ist mir das immer wieder aufgestoßen, dass ich eigentlich diese Geschichte loswerden wollte, auch um mit mir selbst klar zu werden. Deshalb, aber ich hatte 2-mal aufgegeben und Regina Ziegler hat mich jedes Mal wieder zur Ordnung gerufen und hat gesagt, du musst diesen Film machen. Ja, gut, okay, wenn du es sagst. Ja. Es war wirklich eine merkwürdige Sache und ich, als ich die Kritiken von der Berlinale gelesen habe, habe ich mir gesagt, siehst du, hättest du besser doch nicht gemacht. Naja, es gab auch positive bei der Berlinale. Zumal bei EPD und anderen. Nein, ich bin sehr gespannt. Sie sind praktisch das erste normale Publikum, wenn man das sagen kann. Aber natürlich im Filmmuseum Frankfurt gibt es kein normales Publikum. Da gibt es nur absolute Filmfans. Und wird noch ganz spannend werden, wie die Reaktionen auf den Film sind. Vielleicht sollten wir an dieser Stelle mal auf das Publikum überblenden. Eben,
Genau. Dann komme ich auch mit dem Mikro zu. Fragen und Kommentare bitten. Vielleicht nur, apropos Fan, die Eintracht steht im Finale, 8-7 nach Elfmeterschießen. Elfmeterschießen. Ja, Elfmeterschießen. Erstens wollte ich mich bedanken. Das war wirklich ein toller Film. Das hat mich wirklich fasziniert. Danke. Aber das zählt nicht, weil es ist eine Französin. Die sind sowieso Filmfans, oder? Ich bin Iranerin. Pardon? Iranerin. Ja, dann. Nein, ich verdiene kein Kleid. Nein, aber nee, sehr schön. Und eine Frage. Er spricht über Europa und er sagt, er ist kein Baum, er ist ein Animal. Das beschreibt seinen Charakter. Das heißt, ich sehe auch Ähnlichkeit wie sein Charakter, obwohl ich mag ihn. Es ist nicht so für mich, ich meine, obwohl er mit Frauen so umgeht, aber sie mögen ihn auch. Wie Männer halt umgehen, ja. Ja, aber sie mögen ihn auch, weil wie er mit Frauen umgeht, in dem Moment, wo er mit Frauen ist, er ist wirklich lieb und er ist wirklich akzeptabel. Und ich habe auch das Gefühl, dass sie ihn auch mögen. Aber meine Frage ist, wenn er sagt, dass er ein Animal ist und er ist kein Baum, und sein Urteil über Europa und wie es Europa geschieht und wie es Europa geht. Ich wollte wissen, wie beurteilen Sie diesen Teil, was er über Europa sagt? Naja, das ist mon cri du cœur. Das ist mir aus dem Herzen gesprochen. Okay. Also erstens mal, ich habe auch früher gedacht, ich bin ein Baum und ich habe Wurzeln und die sind im Taunus und ein für alle Mal werde ich da bleiben und die Welt von da aus sehen und habe meine festen Überzeugungen. Und natürlich im Lauf des Lebens wird man hier und da und dorthin geschmissen und man fängt auf einmal an, auch seine innersten Überzeugungen zu verändern. Ich glaube gar nicht, dass man eine durchgehende Identität hat, sozusagen von der Geburt bis zum Tod. Und wie oft haben mich Leute immer beschworen, pass auf, wenn du jetzt nach Frankreich oder nach Amerika gehst, du verlierst deine Identität. Das hat mich sehr beunruhigt, bis mir klar geworden ist, es handelt sich ja hier nicht um die Jungfräulichkeit, die man in der Tat verlieren kann und sollte. Aber die Identität ist ja etwas, was einem zuwächst. Und im Gegenteil, in der Welt, in der wir leben, mit diesen vielen Gleichzeitigkeiten, in denen wir existieren, müssen wir ja eine multiple Identität haben. Das heißt, wir sind eben keine Bäume mehr. Wir sind eher wie, er sagt, wie ein wildes Tier. Also das ist genau meine Überzeugung, mein Lebensempfinden. Und was Europa betrifft, was immer wieder totgesagt wird und Europa zerfällt und so weiter, vielleicht das Europa des Euro, vielleicht das Europa der 16 oder der 27, das sind doch alles Konstruktionen. Aber das eigentliche Europa ist doch etwas, was zwar nicht so alt ist wie der Iran, aber immerhin auch fast 2000 Jahre, was gewachsen ist und was besteht aus eben den Geschichten, die wir uns erzählen. Und die eben die Geschichten, die Europäer sich erzählen, sind andere als die Geschichten, die man sich wahrscheinlich im Iran erzählt, sind anders als die Geschichten, die man sich in Amerika erzählt. Das sind eben verschiedene Zivilisationen. Und das ist mir auch aus der Seele gesprochen, dass wir eben in Europa doch skeptisch sind, Autoritäten gegenüber, dass wir eher, also wenn wir irgendwie wichtige Personen sehen, eher geneigt sind, da Witze drüber zu machen. Und wenn Sie mal zurückschauen, welche sind denn die Helden unserer europäischen Kultur? Das sind alles irgendwie Narren, Loser. Das ist Don Quixote, der Kaiser ohne Kleider. Das ist ein mehr oder weniger lächerlicher Don Juan. Das ist ein Hamlet. Gott sei Dank haben wir keine solchen markigen Helden, die immer zum Schluss die strahlenden Sieger sind.
sondern unsere Helden in der europäischen Kultur, wenn wir unsere Literatur uns ansehen, wenn sie unsere Opern uns ansehen, alles Verlierer. Ist doch schön. Ja, hallo, guten Abend. Vielen Dank für diesen wunderbaren Film. Und ich freue mich sehr, dass ich Sie zum ersten Mal so live erleben darf. Ich habe so zwei kurze Fragen. So, erste Frage wäre, käme jemand anders in Frage als Hauptdarsteller? Und zweite Frage wäre, wie wichtig war für Ihnen die Musik in diesem Film? Haben Sie die Musik schon gehört, als Sie das Buch gelesen haben? Und ist Bob Dylan dann von Ihnen, aus Ihren Story? Oder? Ja, zwei sehr schöne Fragen. Also Stellan Skarsgård ist jetzt die Hauptfigur. Ich gestehe, es hat vorher eine andere Absicht gegeben und ich nenne keinen Namen. Und nach einer langen Diskussion über das Drehbuch hat er mir gesagt, abgesagt, hat gesagt, ich kann es nicht spielen, because I can't master the pain. Das heißt, ich kann den Schmerz nicht nachempfinden, denn dieser Charakter, dieser Max, der leidet ja an seinem eigenen Verhalten, ja, und er leidet an seinem Fehlverhalten und an den Verlusten, die er in seinem eigenen Leben verursacht hat. Gut, also insofern ist dann Stellan Skarsgård, der hat das sofort also nachempfinden können. Jetzt zur Musik, da gibt es gewisse Musiken, die hatten wir schon mit Colm Teubin im Drehbuch vorgesehen. Also das ist, wenn wir zum ersten Mal ins Konzert gehen, das muss, und er erinnert sich daran, beziehungsweise es passiert simultan, das muss die Elegie aus dem 15. Streichquartett von Schostakowitsch sein, weil es einfach ein unglaublich schönes Stück ist, was sehr gut dazu passt. Wir haben auch natürlich gesagt, Mahler hat sie im Auto, das gehört einfach seit Tod in Venedig dazu. Ja, dass jemand, der sonst keine klassische Musik hört, aber dann zumindest ja, dieses Adagio kennt. Und die, aber die eigentliche, und Bob Dylan war natürlich auch, der übrigens heute Abend singt hier um die Ecke, ja, wo wir alle viel lieber wären, aber es gab keine Karten mehr. Also Bob Dylan war auch genau mit diesem Lied, als das ist die Nationalhymne. Wenn man im Auto durch Amerika fährt, dann muss man einfach Bob Dylan hören. Das ist jedenfalls vielleicht mehr in meiner Generation als danach. Und die eigentliche Filmmusik ist von Max Richter, ein wunderbarer Komponist, der ab und zu Filmmusik schreibt oder ab und zu wird seine Musik als Filmmusik benutzt. So zum großen Teil war das auch schon von ihm vorher, vor 13 Jahren komponierte Sachen, aber der eben hauptsächlich, ja auch, ich habe in Covent Garden, habe ich eine Oper von ihm gehört, ich habe im Kino Waltz mit Bashir gesehen, dadurch bin ich auf ihn aufmerksam geworden. Er hat übrigens als Student, als Musikstudent in München die Musik zu Abgeschminkt von Katja von Garnier mit Katja Riemann einen Studentenfilm gemacht und der hat mit Scorsese gearbeitet und hat in Berlin ein wunderbares Konzert Sleep gemacht, also Musik, die man im Schlafen hören muss. Das dauerte dann tatsächlich eine ganze Nacht lang und man konnte ausgestreckt liegen und schlafen und dabei diese Musik hören. Und wenn man wieder aufwachte, wusste man, dass man nichts verpasst hat. So würde er es nicht definieren. Aber es ist ein richtiger Komponist, der zwischen auch keinen Unterschied zwischen E und U macht. Ein Komponist, der sowohl für, ich habe ihn in der Philharmonie in Paris gehört, mit einem Riesenkonzert, mit dem ganzen Orchestre de Paris, 80-Mann-Besetzung. Man kann auch mit ihm alleine
in seinem Studio am Klavier improvisieren. Bitte? Hier war eine Frage. Genau. Meine Frage ist die, also der Moment, der Sie vielleicht inspiriert hat bei Montauk, so wie ich das jetzt lese, ist diese Erzählung über die persönliche Geschichte einer Begegnung. Nun verhält sich ja ein Buch, ein Text anders als ein Film. Und meine Frage ist, wie ist es im Inszenieren oder wenn auf einmal Bilder auf einen zukommen, wenn man dann mit dieser persönlichen Erfahrung doch umgeht, weil Sprache kann man vielleicht auch noch auf einer anderen Ebene packen und wie ist Ihr Verhältnis dazu, das zu abstrahieren oder in was anderes zu transformieren oder vielleicht braucht es das gar nicht? Na, es ist mehr eine Träumerei, der man sich hingibt, ja. Den Traum von Max Frisch in seinem Tagebuch Montauk, den wollte ich, der hat mich nie gereizt. Das ist sein Traum, seine Trauer um Ingeborg Bachmann oder seine Entdeckung. Das war nicht meine. Hier hat mir das wahnsinnig geholfen, mir vorzustellen, meine eigene Geschichte, die ganz woanders passiert ist als dort, die in diesen Dekorationen, an diesen Orten mir vorzustellen. Das heißt, man hat dann das Privileg, aus gelebtem Leben Fiktion zu machen, einen Roman zu machen. Übrigens eine Idee, die Max Frisch mal sehr schön ausgedrückt hat, verdammt, wenn ich es bloß zitieren könnte. Also im Rückblick auf sein Leben erfindet sich jeder den Roman, den er für sein Leben hält. Es ist ja so, dass im Rückblick ist vieles schlüssig und manches unverständlich, aber irgendwie wird doch alles verklärt. Und das ist ja Kino. Und deshalb habe ich mich auch eben auch nicht gescheut, die schönste Frau, die ich finden konnte, Nina Hoss, muss diese Frau darstellen. Die Landschaften müssen irgendwie Räume öffnen für die Fantasie, wo man das Gefühl hat, da sind große Gefühle möglich, da wird auch Bedauern nochmal wieder groß, weil let's face it, es soll ja zum Schluss doch Kindtop werden, ja. Vielleicht können Sie noch was zur Synchronfassung sagen, weil die haben wir ja jetzt gesehen und die beiden deutschen Darstellerinnen haben sich ja selber gesprochen. Und Christian Berkel hat ein sehr guter Schauspieler, der noch nie synchronisiert hat, weil ich wollte nicht diesen üblichen Synchronton haben, hat den Max gesprochen. Und ich bin nicht ganz unglücklich, dass dann durch ein technisches Versehen das abgebrochen wurde, weil ich bin natürlich ein Verfechter der Originalfassungen, aber als Nina Hoss und ich dann diese deutsche Fassung, dieselben Texte nochmal gemacht haben, hatten wir beide das Gefühl, dass ihr da in der Stimme etwas passiert in der Muttersprache, was viel mehr Emotion zulässt und viel mehr Unkontrolliertes aus dem Bauch mit reinkommt, als wenn sie das in ihrem gut gelernten Englisch aufsagt. Und wenn es nochmal zu machen wäre, dann würde ich sagen, dass ich eine gemischte Fassung machen würde, wo der Max und alle Englisch sprechen, dann, wenn sie mit Engländern oder Amerikanern sprechen, und wo sie Deutsch sprechen, wenn sie miteinander sprechen. Ja. Aber es ist auch einfach eine Frage der Produktionszwänge gewesen, wie einfach wir den Film auch gemacht haben. Es kostet halt doch Geld, da hinzufahren und alle unterzubringen und das zu drehen. Und mit der englischen Sprache steht einem dann einfach der Weltmarkt offen. Aber ich stehe zu dieser deutschen Fassung, ja. Noch weitere Fragen? Ja.
in dem Moment, wenn sie ihm am Strand gesteht, dass sie ihn eigentlich als Vater ihrer Kinder haben wollte, da musste ich dann denken an Max Frisch sein eigenes Leben, wo es ja auch immer eins das Problem gab zwischen bürgerlichem Leben und dem Leben des Künstlers. Und hier hat man das Gefühl, dass er quasi so als Epiphanie genau das einsieht, dass er durch sein künstlerisches Leben die Chance auf ein bürgerliches Leben komplett vertan hat. Schwingt das da so ein bisschen mit vielleicht? Ja, ja, also es, man kann es nicht besser ausdrücken. Wenn man sich fragt, warum sind die denn damals nicht zusammengeblieben oder warum ist er nicht bei ihr geblieben? Ja, wahrscheinlich wollte er sich nicht binden. Er hat einfach, er ist leider mit seiner Kunst verheiratet und jede Frau spielt da nur die zweite Geige. Im Nachhinein merkte dann auf einmal, dass vielleicht das Eigentliche, also einfach die Erfahrung, nicht mal sagen, das Glück des Lebens, hat er dadurch verspielt und hat immer wieder andere Beziehungen gehabt. Aber warum weint sie danach im Auto, ist meine Frage. Und da ich das alles erlebt habe, kann ich auch die Antwort geben. Ja. Naja, weil in dem Moment, wo sie diesen Satz ausgesprochen hat, versteht sie auch als Frau biologisch und jetzt ist es zu spät. Und es gibt eben Dinge, die man nicht wieder gut machen kann. Und da kann man sich nicht in die nächste Liebe flüchten. Sehr ernstes Wort zum Abschluss. Schnell noch ein Witz. Ich hab noch. Keine Sorge. Nein, ich habe natürlich noch eine Frage auch. Vor 12 Jahren hat diese Reihe begonnen. Was tut sich im deutschen Film? Und da waren Sie auch zu Gast direkt als zweites. Ja, und jetzt sind Sie wieder hier. Und ich möchte Ihnen natürlich diese Frage stellen, die diese Reihe vorsteht. Was hat sich getan in den letzten 12 Jahren aus Ihrer Sicht im deutschen Film? Sie sind ja sehr aktiv auch in der Deutschen Filmakademie und ansonsten auch filmpolitisch natürlich sehr engagiert. Wie würden Sie diese Frage beantworten? Na, ich würde sagen, es ist ein Wunder geschehen. Wenn Sie mir vor 2 Jahren diese Frage gestellt hätte, hätte ich gesagt, ja, eigentlich haben wir nicht viel zustande gebracht. Und dann kommt plötzlich ein Film wie Toni Erdmann. Und ich habe auf einmal, ich habe gar nicht geglaubt, das kann man doch nicht machen. Was tun die denn? Das geht doch überhaupt nicht. Das ist doch verboten. Das ist ja gegen alle Regeln. So kann sich doch nicht verhalten. Und der kann doch nicht 3 Stunden dauern, der Film, um Gottes Willen. Und was das für eine Befreiung war, dass man eben doch alles anders machen kann und dass es befreiend ist für alle. Und dadurch habe ich also jetzt wieder für 5 Jahre gebe ich dem deutschen Film Kredit allein auf diesen einen Film hin. Und so ist es halt in der Kunst. Das ist eben, wenn man Film auch als Kunst sieht, das ist nicht programmierbar und da können 1000 Fördergesetze und sonst was kommen. Auf einmal kommt eine junge Frau, genannt Maren Ade, und es ist nicht ihr erster Film. Und wenn man dann zurückblickt, sagt man, ja, kein Wunder, die anderen 2 waren ja auch sehr gut. Ja. Nur sie waren, man hat sie nicht bemerkt. Ja. Und insofern lassen wir die Reihe, was tut sich im deutschen Film? Es ist nicht, das ist keine Börse, das ist auch die Börse ist nicht vorhersehbar. Aber es gibt immer wieder Überraschungen und ich hoffe auf die nächste. Ja. Nächste ist am 21. Mai, da kommt Frank Griebe, ein ganz berühmter Kameramann, der unter anderem mit Tom Tykwer fast alle seine Highlights gemacht hat und präsentiert uns Romuald Kamakas Denk ich an Deutschland in der Nacht. Ein ganz toller Techno-Dokumentarfilm. Ja. Aber an dieser Stelle sagen wir ganz herzlichen Dank für den wunderbaren Abend. Volker Schlündorff und Rückkehr nach Montenegro. Ja. Und natürlich Rudolf Warschech für das Gespräch.